Jo, meine Leute, herzlich willkommen zum 33. Spieltag mit den Predictions der dritten Fußballliga-Saison 2023-2024. Predictions. Los geht's, alle Spiele live bei Magenta Sport. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, dass letzte Woche der Traditionsverein, Gründungsmitglied der ersten Fußball-Bundesliga, der MSV Duisburg, in der abgestiegen ist in die vierte Liga, und dazu mein Beileid. Und die spielen heute um 19 Uhr zu Hause gegen Waldhof Mannheim. Da sieht's auch nicht so gut aus, aber los geht's. MSV Duisburg gegen SV Waldhof Mannheim. Das Ganze geht 2-4 aus für Waldhof Mannheim. Dann morgen um 14 Uhr Spielvereinigung Unterhaching schlägt VfB Lübeck 5-2. SC Verl gewinnt gegen Erzgebirge Aue 1-0. SSV Ulm gewinnt, schlägt Preußen Münster 3-1. FC Viktoria Köln unterliegt Halle Schaffsee 1-2. Borussia Dortmund 2 unterliegt FC Ingolstadt 0-2. Dann um 16.30 Uhr. 1. FC Saarbrücken gewinnt gegen SV Sandhausen mit 2-0. Und übermorgen um 13.30 Uhr Jan Regensburg und TSV 1860 München spielen 1-1 unentschieden. Um 16.30 Uhr Arminia Bielefeld unterlegt Rot-Weiß Essen 0-2. Und um 19.30 Uhr SC Freiburg 2 verliert gegen Dynamo Dresden 2-5. So, das war's vom 33. Spieltag mit den Predictions der dritten Fußballliga für die Saison 2023-2024. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, vergesst kein Abo, dann nehmt ihr das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel und bis dann. Good kick, ciao.